So, willkommen zurück bei Let's Play Live Minecraft. Beim letzten Mal haben wir eine Höhle erfunden, beziehungsweise eine Mine, und haben festgestellt, wir sind hier nicht alleine. Sackgasse? Gute Sackgasse. Da hinten laufen die anderen beiden. Wer das ist, keine Ahnung. Interessiert uns auch erstmal nicht, denn wir durchkämmen hier alles selber. Aber vielleicht gucken wir mal. Hier haben wir beim letzten Mal einen Spawner vom Weiten gesehen. Ich bin immer noch der Meinung, das ist ein Spinnenspawner. Auch wenn ich anfange das Ende des letzten Parts gedacht habe, nee, ja, eindeutig Spinne. Oh, oh. Nein, 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 nein. Das Gute ist, Option, Chat-Einstellung. Wir sind jetzt wieder hier. Oh, wir sind hier. Oh ne, das ist hier unten, ne? Ich hab gedacht, ich hab da oben gespeichert. Das ist jetzt natürlich doof. Da müssen wir doch hoch. Lassen wir den Chat halt noch mal ein bisschen an. Ich würde meine Sachen gerne wieder haben. Was jetzt nicht ganz so tragisch wäre, wenn nicht, weil hab genug Geld, ich könnte noch mal neu kaufen. Aber trotzdem doof. Aber wir sollten eigentlich noch genug Zeit haben. Ich vergesse immer, dass man, wenn man den Chat aus hat, keine Chatbefehle aktivieren kann. Da sind unsere Sachen. Sehr schön. Weg hier. Ein Bewohner. Zombie. Okay. So zählen wir mal unsere Sachen. Weitermachen können. So. Ich hab schon ein bisschen Zeug. Okay. Ach, fuck. Das sammle ich ja eh gleich wieder ein, ne? Okay. Nehmen wir die Spitzhacke. Das ist das zweite Schwert. Ich würde ja jetzt am liebsten die Truhe hier aufstellen. Aber da hier noch ein paar andere Typis unterwegs sind. Da. Ach, er hat sich die Schaufel geschnappt. Na komm her. Und wenn das wieder gut aussieht. Ich
Ich weiß zwar nicht, wo sie jetzt gerade unterwegs sind. Und ich sehe sie gerade nicht. Aber. Ja, ich bin ein wenig paranoid. Ich bin hier gerade gestorben. Das glaube ich auch völlig normal. Also hört auf zu meckern. So. Damit wir jetzt aber nicht genauso wenig Fortschritt machen wie im letzten und vorletzten Part. Ich sagen, das ist unser Hühnchenfleisch. Gehen wir mal weg vom Spawner. Sicherheitshalber. Und nur ein bisschen Kohle. Aber hey, drei Tode in drei Parts. Hätte ich diese Parts jetzt am Freitag aufgenommen, dann würde ich sagen, das liegt am Freitag, den 13. Aber da heute Sonntag der 15. ist, kann ich diese Ausrede leider nicht benutzen und muss es einfach auf meine Unfähigkeit schieben. Aber wenn wir schon mal bei dem Thema sind, glaubt ihr an sowas? Freitag 13. bringt Unglück. Also ich weiß nicht. Ich war am Freitag auf der Arbeit, musste arbeiten. Also, ja, waren zwar viele Idioten unterwegs, was im Einzelhandel eigentlich oft der Fall ist. Aber so jetzt großartig irgendwas Schlimmes passiert ist jetzt nicht. Nö, eigentlich nicht. Genau deswegen habe ich den Chat aus. Wo wohnt ihr? Schreibt mal mit H. Wo wohnt ihr? Aber regen wir uns nicht darüber auf. Bringt eh nichts. Deswegen schalten wir den mal eben wieder aus. So. So. Eigentlich würde ich nicht gerne in die Richtung wollen. Weil da nämlich immer noch der Spind vorne ist und da wartet noch ein Creeper auf uns. Dass ich denke, yeah. Schweigende Stille. Ohne dass ich jetzt gleich in die Tiefe falle. Scheint so. Falls man es noch nicht erraten hat, ich hasse Spinnen. Also zumindest, oh, scheiße. Zumindest hier in Minecraft. Jetzt so im wirklichen Leben geht's eigentlich. Und wieder schalten wir den Chat ein. Ich glaube, ich lasse ihn jetzt eingeschaltet. Aber ich glaube, war das nicht hier oben? Ah, nee, das war ein weiterer da oben, ne?
auf. Ohne von Spinnen oder Skeletten oder sonst was angegriffen zu werden. Scheinbar nein. Ist das neu, dass Kies in der Hand abgegraben Kies wird? Kiesblöcken? Ich habe nur noch das Feld dann. Kann mich auch irren. Aber hier haben wir wenigstens was, womit wir dann nach oben kommen. Wie viele Blöcke hat Erde hat ich eben auch in der Hut vom Cobblestone. Ich sehe schon kommen. Wir haben auch in diesem Part wieder rein 0 Fortschritt. Guck mal, das ist ein Diamant. Ignorieren wir einfach mal. Können wir eh nicht abbauen. So, wo bin ich denn eben rauf? Da. Nächster Versuch. Ups, ich komme noch nicht mal hier rauf. Ernsthaft? Danke. Ja. Ich bin neben. Aber hey, unsere Sachen sind noch nicht gespawnt. Wo war unser Haus hier? Vielleicht sollten wir uns hier mal eine Tür machen. Wie ging da mal eine Tür? Ach, egal. So. Mir kommst du vor, als hätte ich es erst vor einer halben Minute sortiert. Moment, ich hab's erst vor einer halben Minute sortiert. Und ja, ich weiß, ich könnte hier eine Kiste aufstellen. Nee, ich bin zu paranoid. Oh, warte mal, ich könnte eigentlich den Müll da reinstellen. Ne? Komm. Ja, ich will aber keine Kiste Protection. Alter. Wenn wir hier nichts haben, aber Kohle haben wir. Das kann da auch rein. Das Kies jetzt auch. Den behalte ich mal und den Rest auch. Ich hoffe mal, für euch ist es zumindest ein bisschen spannend. Und ich hoffe mal, ich habe hier auch ein bisschen mehr Fortschritt. Cool wäre es, wenn ich diesen scheiß Spawner abschalten kann. Oh nein. Ich höre Spinnen. Warte mal, der Spawner war da, ne? Ist von hier eine Fackel da hinzustellen? Ich bin
gerade am überlegen, ob ich mich... Da ist der Spawner. Da habe ich die Vieh. Ich habe mich schon gewundert. Wie gesagt, nein, ich bin nicht paranoid. Ich würde wirklich gerne diesen scheiß Spawner. Aber nicht. So. Da brauche ich kein Licht. Gleich wieder runterfalle. Kann ich auch nicht in die Lava falle. Ist da. So, von hier dürften die nicht mehr kommen. Keine Chance. Komm durch so ein 1x1 Loch durch, wieder. Blöder, Baby Zombie. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Spinspawner hasse? Nein? Okay, ich hasse Spinspawner. So, jetzt kommen die da auch nicht mehr durch. Habe ich auch schon mal erwähnt, dass ich Spinspawner bin in Minecraft?
Okay. Wäre auch gelungen, weil ich bin immer paranoid. Nein. Eigentlich nur Minecraft, wenn es um den Spawner geht. Machen wir da nochmal ein paar Spinnleben ab. Erstmal da eine Packung setzen. Okay, warte mal, wenn ich zwei setzen, dann kommen die da durch. Hau ich jetzt erst. Muss mir lachen. Das will ich ja. Ah, stimmt, das ist nur noch ein Leben. Hier was machen? Oh. Das kriegt mich doch nicht so gut, wenn ich bin. Glaube ich auch gar nicht. Zumindest hier nicht, weil hier alles zu ist. Das heißt, theoretisch brauchen wir die hier auch. Gut. Au. Ach ja. Alles gut. Danke. Warte mal. Schon alles aufholen? Ja. Warum kann ich nicht? Das ist doch gut.
Ach ja, das liebe ich. Findchen, ich hab Zeit. Na gut, eigentlich nicht, aber... Vermutlich habt ihr mehr Zeit als ich. Oh, seid ihr tot, also nein. Jetzt größtenteils entschärft. Haben wir nicht noch nicht vorne, oder? Wäre jetzt auch nicht das erste Mal für mich, dass da ein Spawner neben dem anderen ist. Ich kann mich jedenfalls nicht dran erinnern. Okay, gut. Oh. Ich wollte gerade sagen, dass so viele Spinnennetze. Oh oh. Ah, okay. Sitzt du fest? Ja, sitzt du fest? Oh, kommst du noch nicht durch? Oh, jetzt bist du tot. Okay. Genug gespielt mit dem Zombie. Spinnchen, ey. Hey Zombie! Na du? Na du? Oh. Ups. Nee. So, das Dumme ist, der Part ist eigentlich schon vorbei. Wow, 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 wow. Super. Ich bin so gut wie tot.
Okay. Das Schöne ist, wir können da ja jederzeit. Das Doofe ist, der Part ist zu Ende. Ich werde offscreen jetzt da nochmal hinlaufen, meine Sachen holen und werde den nächsten Part exakt hier beginnen. Vielleicht auch in der Höhle, in einem kleinen Häuschen, was ich mir baue. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Ciao!